Der namenlose Held ist am Ende der letzten Folge endlich in der Vulkanfestung eingetroffen. So sieht's hier aus. Die Tür hinter ihm ist zu. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil hier jetzt endlich seine Ausbildung zum Magier beginnen wird. Bisher ist er ein Schiffbrüchiger. Ein Schiffbrüchiger der Stufe 9 mit 40 unausgegebenen Lernpunkten. Das ist gar nicht schlecht. Und jetzt geht's hier mal zu Meister Pallas. Aha, ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? Nee, das ist nicht wahr. Ich habe mich freiwillig gemeldet. So? Dann hast du bestimmt etwas mitgebracht, das du vorweisen kannst, nicht wahr? Das ist wahr. Ich habe diesen Brief von Carlos. Aha, ein offizielles Schreiben. Dann lass mich mal sehen. Willschwur. Ach, so ist das. In der Stadt gearbeitet. So. Verstehe. Sehr schön. Männer wie dich können wir gut gebrauchen. Wofür? Das kannst du dir selber aussuchen. Entweder du wirst Rekrut und wir machen dich zum Ordenskrieger. Oder? Wenn dein Wille stark und dein Geist offen ist, wirst du Novize und wir machen einen Magier aus dir. Aber wie du dich auch entscheidest, erst wirst du die Grundausbildung absolvieren. Was ist die Grundausbildung? Man wird dir die Grundlagen des Stabkampfes beibringen. Sobald du sie absolviert hast, werden sich die Meister um deine weitere Ausbildung kümmern. Egal, welche Richtung du einschlagen willst. Was erwartet mich als Magier? Das Studium der Magie ist anspruchsvoll und voller Entbehrungen. Fleiß, Geduld und Übung sind die Eigenschaften, die du mitbringen musst. Und du wirst deine kämpferische Ausbildung vernachlässigen, denn das Studium verlangt deine volle Konzentration. Dein Lohn jedoch ist mächtig, denn wir gewähren dir Zugang zu allen Zaubersprüchen. Ja, und weil der Held Magier werden möchte, stellt sich die Frage nach der Laufbahn als Ordenskrieger gar nicht, deswegen? Ich entscheide mich für den Weg der Magie. Dann geh nun in den Raum nebenan. Dort erwartet dich bereits der Novize Taylor. Er wird dir eine Robe geben und dir alles Weitere erklären. Was ist deine Aufgabe? Abgesehen davon, dass ich mich um die neuen Freiwilligen kümmere? Ich bin der Verwalter der Vulkanfestung und damit habe ich mehr als genug zu tun. Brauchst du Hilfe? Nein, kümmere du dich um deine Ausbildung und deine Prüfungen. Prüfungen? Was für Prüfungen? Jeder Magier wird dich prüfen und das wird schon schwierig genug für dich werden. Also höre ihnen gut zu und lerne fleißig. Das ist es, was ich von dir erwarte. Okay, gut. Die Prüfung, die er hat, nach der frage ich jetzt nicht. Das kommt später erstmal. Ende. Und da ist der Novize Taylor. Nicht wahr? Ja, genau. Ah, du bist der Neue, was? Ich bin Taylor. Meister Pallas hat bestimmt schon mit dir gesprochen, was? Ja, er sagt, du hättest was für mich. Hier ist deine Robe. Trage sie mit Stolz, denn sie zeigt deine Verbundenheit zur Vulkanfestung und zur Magie. Novizenrock erhalten. Das heißt, er hält es jetzt auf dem richtigen Pfad. Ist das alles? Nein. Jeder neue Novize bekommt noch eine Karte der Festung, damit er sich nicht verirrt. Ach, das ist aber lieb. Bist du freiwillig hier? Wie man's nimmt. Naja, das Essen ist besser als im Knast. Und hier habe ich was zu tun. Den Steinboden fegen? Unter anderem, ja. Wir teilen uns die Arbeit. Den Magiern ist es egal, wer die Arbeit macht. Hauptsache, sie wird gemacht. Wenn du willst, kann ich dir auch deine Kammer zeigen. Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Wer ist Meister Ignatius? Hey Mann, ich kann ja verstehen, dass du viele Fragen hast. Aber alles zu seiner Zeit. Du wirst Meister Ignatius schon früh genug kennenlernen. Also mach dir nicht in die Hose und sieh dir erstmal alles in Ruhe an. Na gut. Zeig mir meine Kammer. Dann folge mir. Neue Quest, folge Taylor und auch ein paar andere Questen sind gestartet, die mit der Ausbildung in der Vulkanfestung zusammenhängen. Und dann lasse ich mich mal nicht abhängen von ihm hier. Ein neuer Rekrut. Warum trägst du nicht den Rock der Truppe?
Ich habe mich für den Weg der Magie entschieden. Hört euch das an! Er hat sich für den Weg der Magie entschieden. Glaub ja nicht, dass du deshalb was Besseres bist. Du besorgst dir jetzt einen Stab und dann schwingst du deinen Arsch wieder zu mir. Was für ein Kotzbrocken, der wird das nächste Opfer sein, auf alle Fälle. Wer bist du? Ich bin Bronco. Für dich, Meister Bronco. Ich bin hier, um aus euch Waschweibern echte Kerle zu machen. Und es gibt keine Ausnahme. Auch nicht für angehende Magier? Erst recht nicht für angehende Magier. Warum soll ich mir einen Stab besorgen? Weil du mir zeigen wirst, ob du überhaupt in der Lage bist, einen Stab richtig zu halten. Wobei ich befürchte, dass du keine Ahnung vom Stabkampf hast. Und deshalb wirst du trainieren. Jeden Tag, wenn es sein muss. Bis ich mit dir zufrieden bin. Ja, das wird sich machen lassen. Aber du trägst selber keinen Stab. Du bist ein Schlauberger, was? Ich bin ja auch nicht hier, um zu trainieren, sondern um aufzupassen, dass ihr trainiert. Niemand ist besser dafür geeignet, auf einen Haufen Verbrecher aufzupassen, als ich. Ja, das glaube ich dir sogar. Wo bekomme ich einen Stab? Das musst du schon alleine rausfinden. Oder bist du zu blöd dafür? Ja, ganz bestimmt nicht. Ich bin sofort wieder da. Das heißt, ich bin sofort wieder da, Meister Bronco. Wie auch immer. Na warte, Bursche. Du hast wohl noch nicht kapiert, wie das hier läuft. Aber keine Sorge, ich werde dir schon den nötigen Respekt beibringen. Ich habe schon sehr gut kapiert, wie das hier funktioniert. Hau Bronco aufs Maul, so funktioniert das hier. So. Ich schaue mich mal gerade hier um. Also das ist hier dieser Kampfplatz. Und hier stehen ein paar Ordenskrieger, hier geht's nicht weiter. Und er sagte ja, der Held soll sich einen Stab besorgen. Und das kann er wahrscheinlich hier bei ihm. Carlsen. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich brauche einen Stab. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was ich für dich habe. Hier, das Ding ist aus Eiche. Gut zu führen. Und hat einen ordentlichen Bums. Der sollte fürs Erste reichen. Wenn du trainiert hast, kannst du auch mal was mit Klinge probieren. Und vergiss nicht, so ein Stab ist nur so gut wie der, der ihn führt. Mhm. Was macht ein Schmied mit Stäben aus Holz? Hör bloß auf. Hier will keiner mit Schwertern kämpfen. Aber ich sage dir mal was. Ich bin Schwertschmied. Ich erkenne immer noch jede Klinge, die ich mal in den Händen hatte. Egal, ob ich sie selbst geschmiedet, geflickt oder nur geschliffen habe. Und niemand wird mich daran hindern, auch weiterhin Schwerter zu schmieden. Das soll ja auch gar keiner. Taschendiebstahl oder nicht? Was hast du denn so für Waffen? Ich habe so einiges. Aber es gibt nichts umsonst. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Alles, was du so gesammelt hast, nehme ich in Zahlung. Das ist gut. Lass uns handeln. Dann handle ich mit dir mal und du bekommst 2 Novizenstäbe und eine Holzfällerachse. Einen Novizenstab behalte ich mal. Ein bisschen, kurzfristig. Und den Rest brauche ich nicht. Was ist das hier? Ein Speer. Nee, Quatsch. Handeln, fertig. So. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Ein anständiges Handwerk zu lernen, ist nie verkehrt. Also gut. Wenn es dir ernst ist, werde ich dich unterrichten. Und was kannst du? Was kannst du mir beibringen? Er kann mir Schmieden beibringen. Okay, dafür werde ich die Lernpunkte erstmal nicht ausgeben. Das wäre reiner Luxus. Was ist mit Schmiederohlingen? Kannst du welche besorgen? Ich verkaufe nur noch meine Lagerbestände. Hier in der Vulkanfestung ist einfach kein Bedarf dafür. Ich könnte dir welche herstellen. Allerdings müsstest du die Rohstoffe schon selber herbringen. Also kann ich hier Eisenerz gegen Schmiederohlinge eintauschen. Und Taschendiebstahl kann ich auch mal probieren. Ja klar, Magierdieb. Hast du auch richtige Waffen? Was würdest du davon halten, wenn ich dir mal eine von meinen Waffen um die Ohren haue? Dann wirst du schon sehen, wie gut die sind. Schon gut.
Jetzt hat er ihm den Klingenstab oder den Richtstab vom Rücken geklaut. Hihihi, wie gemein. Habe ich den jetzt doppelt? Nee, ein Richtstab ist was anderes als dieser geschärfte Klingenstab. Allerdings macht er auch ein bisschen mehr Schaden. Ja, das ist interessant, was ich hier sehe. Also der Held sollte natürlich möglichst schnell auf einen Stab mit Klinge umsteigen, weil er dann natürlich mehr Schaden macht in den unweigerlich ihm bevorstehenden Stabkämpfen. Aber jetzt will ich mal den guten Taylor nicht länger warten lassen. Aber ich kann schon mal umstellen auf einen Stab, Novizenstab in dem Falle. Und ja, den Bogen behalte ich auch mal noch sicherheitshalber. Und dann geht's weiter mit Taylor. Der steht hier rum, wie bestellt und nicht abgeholt. Und ich hole ihn ab. Tja, das hier ist der Trainingsplatz. Hier scheucht Bronco die Neulinge rum. Wenn du die Grundausbildung absolviert hast, wird Meister Vitus deine weitere Ausbildung vornehmen. Also stell dich gut mit Bronco und du bist hier schnell durch. Lass uns lieber weitergehen, sonst denken die anderen noch, wir hätten nichts zu tun. Deine Schlafkammer teilst du dir mit Hemla. Komm, ich zeig dir, wo sie ist. Na dann. Geh voran, ich folge dir. Hier rechts steht Meister Vitus. Der übernimmt dann die Ausbildung zum Magier. Aber erst ist die Grundausbildung dran. Also mit diesem Kotzbrocken Bronco. Den der Held ganz bestimmt niemals Meister Bronco nennen wird. Das wird er niemals tun. Und wenn es noch so viele Nachteile mit sich bringt. Du, was ist los? Dieser Rekrut ist ermordet worden. Was hast du damit zu tun? Ich? Gar nichts. Ich bin neu hier. Und genau deshalb bist du der Richtige dafür. Du wirst herausfinden, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Wieso ich dann? Willst du meinen Befehl in Frage stellen? Ich will nur wissen... Du wirst tun, was ich dir sage. Und du wirst niemals wieder eine meiner Entscheidungen in Frage stellen. Gut. Was genau ist hier passiert? Das Ergebnis meiner Untersuchung ist eindeutig. Dieser Mann wurde von hinten niedergestochen. Es gibt keine Anzeichen von Magie. Es gibt also keinen Grund, dass ich mich mit dem Fall befasse. Verstanden. Wie soll ich vorgehen? Meister Vitus wird dich in dieser Angelegenheit unterstützen. Du weißt, was zu tun ist. Kümmere dich darum, Novize. Der ist genauso sympathisch. Nein, das kann man nicht sagen. Er ist nicht genauso sympathisch wie Bronco. Verglichen mit Bronco ist er hier nämlich ein absoluter Schatz. Stimmt's, Taylor? Nun, das ist deine Kammer. Ich muss dringend noch was fegen, also du kommst schon zurecht. Ja, jetzt verpisst er sich hier. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Ja, so sieht's aus. Und das hier ist mein Problem. Der ermordete Zellengenosse. Naja, jedenfalls kann es der Held nicht gewesen sein. Der war ja noch nie hier drin und kennt den gar nicht. Und er liegt mit dem Gesicht im Dreck. Armes Schwein. Und der Robe nach war er ein Rekrut. Er hat eine hellere Robe mit so einem roten Saum und roten Untergewändern. Das sind die Rekruten. Und die mit den braunen Roben, das sind die Novizen, die zur Magie ausgebildet werden. So, das hier ist eine Seemannskiste von Hemla. Jetzt meine Seemannskiste. Einmal Dietrich, eine Pfanne. Was gibt's hier noch? Hemla wird ja nichts mehr brauchen. Wurst. Krautpaket. Den Tatort untersuchen, 1 von 3. Wein. Und Hemlas Goldbeutel. Tatort untersuchen, 2 von 3. Und die Mordwaffe. Den Tatort untersuchen. Das hat der Held jetzt gemacht. 2 Betten gibt es hier. 1 wird nur noch gebraucht. Und es hieß, Meister Vitus wird dem Helden in seiner Morduntersuchung assistieren. Hier, ein Apfel. Schön. Ach, wenn hier gerade keiner ist, dann schleich mal rein. Was gibt's denn hier? Ein Topf. Wein. Apfel. Oh, noch ein Apfel. Zack, weg. Was noch? Käse. Wurst.
Da hinten liegen Kartoffeln und da hinten steht noch eine Flasche Wein, aber das ist in seinem Sichtfeld. Da sollte ich lieber nicht stehlen. Habe ich hier nichts übersehen? Das wäre jetzt schade, weil die Gelegenheit ist gerade sehr, sehr günstig. Nö. Dann gehen wir wieder raus. So, keiner hat's gesehen. Du warst noch nie in der Küche, lieber Held. Stimmt's, Vidus? Nun, Novize. Hemmler ist ermordet worden. Ja, Neuigkeiten sprechen sich schnell rum. Bald weiß die ganze Vulkanfestung davon. Aber natürlich hat niemand etwas gesehen oder gehört. Das erschwert mir die Suche nach dem Mörder. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Wo finde ich die anderen Meister? Das werde ich dir sagen, wenn es soweit ist. Beende zunächst deine Grundausbildung. Erst dann wirst du sie treffen. Wegen Hemmler. Wann ist der Mord geschehen? Hemmler wurde getötet, als du angekommen bist. Seitdem hat niemand die Festung verlassen. Wir müssen daher davon ausgehen, dass der Mörder immer noch hier ist. Du benutzt deinen Verstand. Du bist eine gute Wahl. Warum ist Hemmler ermordet worden? Das ist eine gute Frage. Dort solltest du ansetzen. Wenn du das Motiv kennst, wirst du auch den Mörder finden. Wo soll ich anfangen? Am Tatort. Der Novize Kaspar ist verantwortlich für die Schlafkammern. Vielleicht weiß er etwas. Er handelt auch mit vielen der Rekruten. Dann bekommt er sicher einiges mit. Sprich mit ihm. Er soll dir helfen. Okay, also Kaspar unterstützt mich und auf die Prüfung spreche ich ihn nicht an. Erstmal muss die Grundausbildung absolviert werden, das sagen hier alle. Auch Kaspar? Fragezeichen. Hey, neu hier, was? Ich bin Kaspar. Ich sag's dir gleich, ich bin nicht hier, um deinen Dreck wegzumachen. Also halte deine Kammer sauber. Ach, das hätte mir gut gefallen, wenn du meinen Dreck wegmachst. Du handelst mit den Rekruten? Ich handle mit jedem, der Gold hat. Nur kein Kraut und keine Waffen. Alles andere kann ich dir besorgen. Ich habe einen Auftrag vom Inquisitor bekommen. Tatsächlich? Und? Was will der Alte von dir? Ich soll den Mörder von Hemmler finden. Ach du Scheiße. Gut, dass ich nichts damit zu tun habe. Das ist so nicht ganz richtig. Meister Vitus sagte nämlich, du sollst mir bei der Suche helfen. Was? Machst du Witze? Nein. Na toll, warum werde ich immer in solche Sachen reingezogen? Na schön, schätze, ich helfe dir lieber, bevor ich noch Ärger kriege. Das ist eine gute Entscheidung. Dann erzähl mir mal, was du über Hemmler weißt. Er war auch ein Knastbruder. Ein verschwiegener Bursche, der still und heimlich seine Geschäfte gemacht hat. Still und heimlich ist nicht gerade das, was uns weiterbringt. Dann such nach Hinweisen. Hast du dich schon in seiner Kammer umgesehen? Ich habe Hemmler und seine Schlafkammer durchsucht. Und? Was hast du gefunden? Etwas Nahrung. Gut, das kannst du aufessen. Ich glaube nicht, dass die eine Rolle spielt. Ein wenig Gold. Hemmler hat mit seinen Geschäften ganz gut verdient. Was denn, die paar Münzen? Das sieht nicht nach guten Geschäften aus. Vergiss die Münzen. Er hatte sein Gold nie bei sich. Angeblich hat er es irgendwo in der Festung versteckt. Ein paar Krautstängel. Das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich war er unser Krauthändler. Aha. Und woher hat Hemmler seine Ware bekommen? Da er nicht selbst angebaut hat, wird er das Zeug von draußen gekriegt haben. Aber warte mal. Hemmler selbst durfte die Vulkanfestung gar nicht verlassen. Also muss er einen Partner gehabt haben, der ihm Nachschub liefern konnte. Neue Quest. Wer ist der Partner von Hemmler? Ein Messer. Da klebt Blut an der Klinge. Vermutlich die Tatwaffe. Hast du das Messer schon mal gesehen? Es sieht aus wie eins von Harlocks Küchenmessern. Aber sicher bin ich mir nicht. Du weißt nicht zufällig, wer als Partner in Frage kommt? Also ich bin's nicht. Nun, es muss jemand sein, der die Festung verlassen kann. Ich schätze, da kommen viele in Frage. Keine Ahnung, ich bin nicht der Verwalter. Sprich doch mal mit Meister Pallas, der ist doch für das Tor zuständig. Okay. Dann zeig mal, was du hast. Was hat er denn? Er hat ein paar interessante Sachen. Äpfel zum Beispiel, die kaufe ich mal alle. Und dafür bekommt er eine Spitzhacke, einen Schöpflöffel und eine Pfanne. Ja, genau. So. Also, Kaspar sagt, dass das ein... Ach, hier ist noch ein Apfel. Dass das
ein Messer sein könnte, was aus Harlocks Küche stammt. Harlock, den kennt der Held noch nicht, das muss aber dieser Typ sein, in dessen Rücken er schon die halbe Küche ausgeräumt hat, gerade eben. Und dann geht er mal offiziell hier rein. Aber das alles dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin.